Wir wussten, wenn wir heute gewinnen, dass wir schon einen sehr großen Schritt Richtung K.O.-Phase machen können. Das haben wir geschafft. Aber wie gesagt, es ist noch nicht durch. Man hat schon so einige Sachen erlebt im Fußball und wir sind trotzdem gewillt, in zwei Wochen dann in Limassol oder in Nicosia ist es ja dann, die Punkte einzufahren, dass wir safe durch sind. Hier ist jedes Spiel so besonders, aber natürlich für Europa League ist es speziell wegen Chore und wegen alles. Ja. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir haben solche Fans und dass sie helfen uns, jedes Spiel so zu spielen wie heute oder wie letzte paar Spiele. Ich gehe davon aus, dass wir aktuell oder im Moment sehr, sehr schwer zu schlagen sind. Da gibt es einige Mannschaften, die das versucht haben. Es werden einige Mannschaften versuchen auch. Und aber wenn wir so auftreten wie die letzten Wochen, wird es schwer gegen uns. Wir haben alles gegeben und wir haben auch viel gespielt letzte Zeit auch. Viel gesprintet auch und ist nicht einfach. Wir haben jetzt schon wieder ein Spiel und in mehr als 3 Tagen und wir müssen jetzt schnell regenerieren und bereit sein für das nächste Spiel.